Technologie, Flottenkapazität erhöht. Unterhalt, Anführer senken ist auch nicht schlecht. Die Dinger werden immer noch gebaut, wie blöde. Ja, Feke, ist mir klar, dass da noch mehr kommen. In der Regel ist es ja nicht immer nur sozusagen so ein einmaliges Joint Venture, dass sie da rauskommen. Da sollte man dann schon, glaube ich, mit einer ordentlichen Flotte rumstehen. Meine Flotte ist dafür einfach noch zu schwach. Wobei es hauptsächlich an der Zahl liegt. Die Zahl in meiner Schiffe ist zu gering. Alles andere ist eigentlich noch im Rahmen, würde ich behaupten. Ein Gouverneur ist gestorben. Dann holen wir uns halt einen neuen. Okay, wenn die Geschwindigkeitsschiffe. Lebensdauer ist in dem Fall sehr viel besser. Die haben schon wieder Arbeitslose. Kostet ja auch wieder Gas. Die aber hier nicht einsetzen will. Das kostet Kristalle. Ich lasse die mal arbeitslos hier einfach mal ganz kurz. Das ist nur einer, ist noch nicht so schlimm. Und sogar noch mehr, das sind nur 18. 20 Energie hier. Ende von Kettling Star Pack. War Upscaling complete. Bin froh, dass ich da nicht wohne. Kann ich dazu nur sagen. Ah, Granite Iron grüßt sein zukünftiges Ich auf YouTube. Ja, das ist eine Zeitmaschine, sowas, ne? Konstruktionsschiff hat jetzt das gebaut. Das hier schlummert immer noch vor sich hin. Ich will das System haben, das ist so toll, aber ich bekomme einfach keinen Einfluss. Ich bekomme keinen Einfluss. Oh, die schon wieder. Nachricht mal wieder von Shazarak Continuity. Wächterprotokoll 712.6 aktiviert. Initialisiere Datenspeicherübertragung zu primitiver organischer Lebensraum. Anmerkung: Fehler Datenblock. Nehme ich gerne. Danke. Plus 25% auf Forschung. Heiliges Kanonenrohr. Die EF? Was ist die EF? Eke, bitte nicht in Kurzen mit mir reden. Ich verstehe das nicht. Bau da gleich schon mal den Job da rein. Die Enigmatic Fortress. Die habe ich aber noch gar nicht zur Auswahl. Kinetische Artillerie Stufe 2 könnte ich jetzt machen. Das halte ich für eine sehr, sehr gute Idee. Die sind nämlich stark. Langsam aber sicher müssen wir jetzt dann doch auf Militärtech gehen. Die Eskalation wird kommen, meine Freunde. Ob wir es wollen oder nicht. Und sie wird hier passieren. Leviathan, wo ist denn das? Das ist, glaube ich, hier drin bei Physik, ne? Weil hier hatte ich es ja nicht zur Auswahl, oder? Nö, hatte ich nicht.
Geboren in der Leere haben wir jetzt. Zwei zusätzliche Distrikte. Ja, aber so mega gut werden die dann auch nicht. Und dann bekommen wir die Technologie Megabauwesen. Damit wir dann auf galaktische Wunder zugreifen können. Research actualized. Ja, schade. Die Netzüberlastung ist weg, deswegen machen wir nicht mehr so viel Kohle. Das ist ein Problem jetzt. Welchen Leviathan meinst du denn? Meinst du das? Warte mal. Meinst du das da? Meinst du das, Hackefege? Ist das die Enigmatic Fortress? Okay, dann guck ich doch mal, was der kann. Wenn du sagst, mach den Platz. Ja, dann guck ich doch mal, was der kann. Ob ich das überhaupt kann. Ich schicke jetzt mal einfach mal dahin. Hä? Kann er gar nicht reinfliegen? Kann ich da nicht mal reinfliegen? Lächerlich vor. Frag die Kuratoren. Okay, ich frag die Kuratoren. Ich höre einfach mal auf das, was du sagst. Die Kuratoren, die mögen mich ja schon sehr. Diplomatie erzählt uns über die Mysterien des Universums. In bestimmten Sternensystemen in unserer Galaxie lauern immer mächtigere Wesen. Mit größten Verlusten am Leben und Ressourcen haben Kuratoragenten akribisches Wissen zusammengetragen, das euch den Umfragen mit diesem Wesen bei mächtigen Aufeinandertreffen einfach machen sollte. Die enigmatische Festung. Dies ist die Art von absurden, gewaltigen und sich selbst erneuernden Bau, die man heute eigentlich nicht mehr sieht. Vielleicht ist das auch besser so. Jede Struktur ist auch zerstörbar. Die Festung ist schon früher besiegt worden, hat sich aber immer wieder erholt. Einige der uralten Reiche dieser Galaxie sind durch den Versuch, ihre tiefen Geheimnisse zu entschlüsseln oder sie gar permanent zu zerstören, entweder fast oder ganz in den Wahnsinn getrieben worden. Sie scheint derart auf ihre Selbsterhaltung konzentriert zu sein, dass bezweifelt werden kann, dass sie irgendeinem anderen bedeutsamen Zweck erfüllt. Kann die Festung betreten werden? Das ist möglich und auch schon gesehen, ich glaube, es sollte geschehen heißen. Aber dieser Versuch ist mittlerweile schon fast in Vergessenheit geraten. Während die Festung heruntergefahren ist, läuft sie nur mit eingeschränkter Energieversorgung. Wenn man ihr allerdings Energie zuführt, wird sie diesen benutzen, um sie damit auf Vollbetrieb hochfahren. Vorsicht ist geboten. Das ist einfach weg. Wollte eigentlich noch mit ihm weiterreden. Enigmatische Festung. Also ich müsste Energie, dann kann man rein, aber dann ist es gefährlich, okay. Wie würde sich unsere Flotte im Kampf gegen sie schlagen? Ja, vermutlich hätte sie sogar eine Chance, wenn ihr eure gesamte Flotte einsetzen würdet. Es würde zwar kein leichter Sieg werden, aber es ist zumindest möglich. Okay, also wir könnten es jetzt schon schaffen. Wie wird die Festung mit Energie versorgt? Das Energiesystem. Merkt ihr ihre Worte? Ich komme momentan noch nicht so ganz dahinter. Also ich kann. Er hat ja nur gesagt, dass ich meine gesamte Flotte einsetzen kann. Dann kann ich es schaffen. Ich sehe da jetzt momentan noch keinen echten Tipp,
Das Energiesystem muss irgendwann zwischen dem Bau der Außenhülle und der Einrichtung des Verteilungssystems installiert worden sein. Wie es sich wieder herstellen lässt, ist unbekannt. Aber wir haben entdeckt, dass sich die Festungen große Mengen an dunkler Materie befinden. Diese Substanz und ihre Verwandtschaft mit schwarzen Löchern sind der Schlüssel zum Verständnis, warum die Festung so lange überdauern konnte. Niemand hat jemals ihre Energiequelle gefunden, die aber wahrscheinlich extrem flüchtig ist. Flüchtige Teilchen vielleicht? Brauche ich flüchtige Teilchen, um sie zu aktivieren? Wer hat die Festung gebaut? Wer auch immer sie gewesen sind, Rätsel und Mysterien müssen ihnen sehr gefallen haben. Die einzigen Gegenstände, die in der Vergangenheit aus der Festung geborgen wurden, sind Metallformen, die in Apparate im Festungsinneren eingesetzt werden und dazu in einer bestimmten Reihenfolge angeordnet werden müssen. Diejenigen, die diese Metallformen zurückgebracht haben, scheiterten damit und kamen gerade noch so mit ihrem Leben davon. Viele andere hatten nicht so viel. Verstehe immer noch nicht. Ich muss es nochmal lesen. Zerstörbar. Mit Energie versorgen, um sie zu betreten. Also ich, Hackefick, ich sehe da keinen echten Tipp. Ich sehe da keinen echten Tipp. Zumindest keinen, aus dem ich schlau werde. Ich habe eine Flotte. Research actualized. Und mehr kann ich dazu nicht sagen. Die gerade so angeblich klappen sollte. Ich werde aber trotzdem versuchen, das jetzt hier meine Flotte noch mal ein bisschen weiter hoch zu pushen. Flottenkapazität noch weiter erhöhen. Mein Plan ist es jetzt hier noch mal ein paar Schlachtschiffe da noch reinzubringen. Sobald das geht. Upscaling complete. Und wie viel versuche ich das gerade eben zu erhöhen? Um 20. Dann wäre es sinnvoller, wenn ich hier noch mal ein paar Zerstörer baue. Da kriege ich nämlich 5 Stück noch rein. Die Kreuzer meine ich. Upscaling complete. Ah, jetzt habe ich eh nicht die Gauss-Geschütze. Sehr gut. Ja, ich baue ja gerade meine Flotte auf. Dass ich mehr Flotte brauche, da sind wir uns absolut alle einig. Die Frage ist halt, ob sie halt Raketen haben. Ne? Ich bin halt momentan halt allround für alles irgendwie vorbereitet. Bis auf das da, das gefällt mir nicht. Aber wir arbeiten ja gerade eben jetzt auch noch. Oh, warte mal. Ich habe die Neutronenwaffe auf Stufe 2. Warum benutze ich die nicht? Holy crap, warum benutze ich die nicht? Das sind doch schon die Besten, ne? Heilige Scheiße, warum? Oh Gott, ich muss 1000 Kilometer nach Hause. Ne, wir machen das hier. Das ist schneller umgebaut, das Teil hier, als... Schiffswerft. Das Ding hier ist schneller hier umgebaut, als... Ja... Gnarz. Willst du das hier nochmal machen? Also wie gesagt, das können wir noch versuchen. Aber dann bin ich am überlegen, ob ich dann vielleicht doch die Kreuzer nochmal umbauen soll. Und lieber ein paar Large Slots noch reinsetze. Hier nochmal so ein Teil, ne? Sowas. Dass die auch hinten unterstützend sind.
Ich werbe es mit Neutrinos, ja. Gute Nacht, Heinz Grupp. Ja, aber ganz im Ernst, dann brauche ich das hier so nicht mehr. Ich mache das dann so. Shit. Ja, das ist jetzt ungeil. Mein Scheiß. Oh, das darf doch wohl nicht wahr sein. Ja, dann machen wir halt eine Trefferchance von 100%. So ein Käse. Da fehlt dann noch der Schwarzloch-Generator, ne? Dunkle Materie-Generator, so heißt er nicht. Schwarzloch-Generator, Nullpunkt. Irgendwas quasi. So mischt gerade eben geistig. So, und dann sollen die nämlich jetzt hier mal geupgradet werden. Research actualized. Flottenkapazität ist jetzt höher. Ich setze die Flottenkapazität gleich nochmal höher. Upscaling complete. So, seid ihr hier abgescaled. Und dann klatsche ich nämlich jetzt hier Kreuzer raus. Das geht nämlich jetzt hier, das ist nämlich auch das Schöne. Ach, das Verbessern hat jetzt angefangen. Das hat mir gerade eben die ganzen Mineralien geklaut, die ich dachte zu haben. Super. Ja, wäre cool, das Ding angreifen zu können, aber es muss doch möglich sein, mit irgendwas da reinzufliegen, um ganz kurz einen Blick auf die Kampfkraft von dem Teil erhaschen zu können. Das muss doch gehen. Kann nur sagen, dass man da nicht einfach per se nicht reinfliegen kann. Ach so. Das ist mein Raumschiff verboten. Oder? Nee, habe ich nicht. Ich verstehe nicht, warum die sich weigern, da reinzufliegen. Es gibt keine Route. Immer eine glatte Lüge. Immer eine glatte Lüge. Research actualized. Sind die Schlachtschiffe jetzt hier schon abgegradet? Nee, das ist vorbei irgendwie. Wird nicht richtig angezeigt. So, jetzt haben wir die kinetische Batterie auch erforscht. Titane. Jetzt erforschen wir Titane. Ein Titan könnte ich derzeit bauen. Von 24 und einer ist arbeitslos. Hä? Wir erleben hier einen Der Herrscher ist arbeitslos. Verstehe ich nicht. Das ist mathematisch nicht logisch. Was? Leider nicht, weil die Raumschiffhaltung aus Ausweichen und nicht auf Passiv steht. Ah. Warte mal. Was ist denn das? Jetzt können sie da rein. Jetzt gehen wir da kurz mal rein und ich mache dann sofort Pause. Ich will wissen, was das ist.
Denn dann können wir unsere Flotte nämlich bewaffnungstechnisch auch noch drauf einstellen. Uralte Struktur. Am Rande des Valmoro-Systems haben wir eine gewaltige Weltrauminstallation entdeckt, die untätig im Weltall treibt. Obwohl erste Scans gezeigt haben, dass die Struktur sehr alt ist, verfügt sie über eine starke Energiesignatur. In der Nähe der Hauptstruktur scheinen mehrere kleinere, schwer bewaffnete Strukturen zu schweben. Wenn wir mehr über dieses uralte Relikt erfahren möchten, müssen wir seine Verteidigungssysteme wohl mit Waffengewalt überwältigen. So, ich kann es nicht sehen. Es ist voll fies, aber ich kann nicht sehen, was es kann. Der ist instant gestorben. Okay. Ich hätte gehofft, dass ich irgendeine Information gewinne, aber nein, das habe ich nicht. Das war vorhin Pinsi, Lars. Aber der ist schon weg. Was wollen wir denn wieder hinbauen? Wieder Wirtschaftszonen machen. Eigentlich muss ich. Chemische Bepflanzung. Gase. Research actualized. Moment, wo sind diese Kristalldinger? Nee. Ja, wenn ich schon Naniten hätte, wäre das toll. Synthetische Kristallanlage. Moment, Energy Credits. Forsche sie einfach nur deswegen, weil ich es kann. Ja, im Grunde schon, Lars. Oh, hier ist das Wachstum aber echt gut. Wir brauchen dringend mehr Legierungen für so einen Act. Weitere Kreuzer. Also 5 Kreuzer will ich jetzt in der Flotte schon drin haben. Die werden momentan noch verbessert. Ich hoffe, dass dadurch die Schlagkraft noch mal ein bisschen hochgeht. Ich kann nur hoffen, dass sie jetzt nicht gerade so krass auf Schilde setzen hier. Wäre sehr, sehr scheiße für uns. Du hast einen Drittel an der Genzielerhorde fertig gebaut. Cool. Pause, was machen wir? Wir machen natürlich das Einzige, was wir können. Koloniale Vizekönige, maximale Fähigkeit, Stufe für Gouverneure um 2 erhöht. Und dann kommt zum Schluss noch der große Rat. Nochmal Fähigkeitsstufe für Herrscher. Also für den Herrscher selber. Die sind jetzt schon bei 24,4k. Ja, jetzt fängt halt hier das Aufrüsten an, ne? Ich gehe mal mit der Geschwindigkeit hoch. Research actualized. Pause. Noch mehr Flottenbefehl, aber das ist sehr gut gerade eben. Jetzt sind wir schon bei 140. Jetzt muss ich eigentlich erstmal die Flottenkapazität nochmal weiter hochpushen.
Was das ist? Ah, 150 sogar. Ja, ich muss sie auf jeden Fall hochpushen. Ah, so meinst du jetzt wirklich? Ah, Modelle, alles klar, sehr cool. Ach, sie von 86, 105. Ja, dir da ist jetzt genügend Arbeitsplatz geschaffen. Ich wollte doch eigentlich diesen Planeten hier, glaube ich, zu so einem richtigen, oder war es Hämorrhintal? Eigentlich zu so einem richtigen Ort für Megalegierungen machen, ne? Habe ich nie gemacht. Wobei das gar nicht mal so blöd ist. Moment, das Produktionsministerium ist ja für beide gut. Nutzt das mal aus. Im Grunde macht, habe ich völlig vergessen, dass es für beide gut ist. Haben wir so ein schwarzes Loch mit irgendeinem Monstrum drin? Sieht man der Flotte nicht mehr. Da ist sie. Ich habe meine Flotte im All verloren. Blöd. Wird schon wieder auftauchen. Ach ja. Oh mein Kreuzer. Dann wird es der fünfte sein. Sind auch gleich fertig. Guck mal, von 24,4k. Ich hoffe, der Wert geht hoch. Ships upscaled. 29,7k. Oh, das ist super. In Hämorrhoidental wirst du deinen Lebensabend deinen müden Hintern ausruhen. Ja, Upscaling complete. Jedem das Seine, ne? Das kann ich jetzt nicht mehr. Ich will vorerst keine Kristalle mehr kaufen. Das heißt jetzt allerdings, dass ich auch Minuskristalle mache. Minus 5. Darum muss ich mich jetzt dringend kümmern. Sehr dringend. Das heißt, ich muss jetzt hier diese künstlichen Kristalle anbauen. Im Idealfall hier. Bis ich einen besseren Plan habe. Aber einer pro Planet reicht. Ach, guck mal, die Künstlergruppe. Hochachtungsvolle Grüße, CEO Ching Chang, der Queen Chang, vor einem Jahrzehnt verbrachen, die Künstlergruppe zu unterstützen. Dieses Versprechen wurde auch gehalten. Nee, das kann ich mir gerade einfach nicht leisten. Die haben mir einfach nichts gebracht, die Typen. Upscaling. Hier baue ich gerade diese. Wieder Flüchtlinge eingetroffen, weil das ist gut. Wollen ruhig kommen. Wie lange dauert es, bis noch einer dazukommt? Schon noch ein bisschen hier. Ich mache hier dann eine Kristallanlage. Ich muss. Das hat irgendwie ausgleichen. Aber leider nicht so viele Möglichkeiten, das zu tun. Wenn ich jetzt das Ding da hinten jetzt endlich mal bekomme, sind alle unsere Sorgen hier erledigt. Noch 100 knapp. Noch brauche ich keine neuen Kolonien. Das geht alles noch. Ich muss erstmal die alle ausbauen. Guck mal, das Ding ist noch am Anfang. Das hier ist auch noch nicht ganz fertig. Das ist auch schon noch lange nicht fertig. Und das hier ist auch relativ am Anfang. Kolonien habe ich genügend, Hackefeke. Da sehe ich gerade keine echte Sorge. Oh, nee, das mache ich nicht. Ich will erst das andere holen. Das ist viel wichtiger. Und danach schließen wir das hier an.